Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaft Mainburg, das Großprojekt. Ja. Mit Luca. Mit Luca, genau. Es sind so gut wie alle dabei, es fehlt nur Nils, ne? Oder fehlt noch einer? Der ist im Urlaub, der ist im Urlaub. Nee, der ist am Wichseln. Markus fehlt auch noch, den gibt's. Boah. Ja, die fehlen momentan und wir spielen jetzt einfach und ja, wir sind hier ganz schön viel auf einem Fleck. Lukas auch da. Und Lukas ist neu. Ja. Und Luca ist da. Hallo. Der Boss ist da, alles klar. Darf und sich bewährt. Nee. Wo ist die Bein? Wenn man dabei ist, heißt das nicht, dass man für immer dabei ist, ne, Fiete? Genau, Timo. Ne, Nico wird, Timo wird zu. Nein, ich meine da, ne, Fiete, dass Fiete mitentscheiden darf. Das war nichts Negatives. Timo, Nico aus dem Projekt. Ah, okay. Aber du kannst es natürlich so sehen, wie du willst. Ne? Weg mit denen! Mann, hallo, Mann, hallo, Lukas, hallo, Lukas. Ich öffne dir mal eben kurz meinen Wäscher. Was? Du willst wieder deinen Hosenstall öffnen? Lass ihn zu, Fiete. Wir nehmen gerade auf, Fiete. Schließ den aber auf dich ab, Lukas. Ja. Was? Er soll dann Schloss dran machen? Fiete, hör doch bitte auf. Mach's doch nur Scheiße wieder. Fiete ist halt nur für eine Person bestimmt. Ja. Was macht ihr da? Scheiße. Ich könnte ausrasten. Was war denn? Gibt's eigentlich auf Metalldosen Pfand? Ja. Ja. Ja, das ist ein Problem. Gibt's da viel Pfand drauf? Ja, 5 Euro. Ja. Pro Dose. Nein, pro halbe Dose. Dann habe ich gerade 5 Euro in meiner Hand zerdrückt. Oh, bist du cool. Junge, glaubst du echt, dass das 5 Euro sind? Bist du blöd? Das ist jetzt echt krass. Ich auch so einer, der noch nie im Einkaufsladen war und denkt, Kartoffeln wachsen im Supermarkt. Was, tun die das nicht? Scheiße. Nein, das meine Welt zerstört. Nico, das hat wirklich ein Junge Nico gesagt. Jetzt kommt Nico wieder mit seinem Beitrag. Da hat eine Schule ein Projekt gestartet. Die haben dann nette Kartoffeln angepflanzt. Peter, wolltest du den Röscher jetzt freimachen? Ich verteile den Mais. Ich verteile. Warum kann ich da nicht reinjoinen? Hä, Nico, bist du fett oder so? Weil er noch nicht frei ist. Was macht der? Was ist das für eine Frage? Boah, Nico? Alter. Mann, Alter, Nico. Lukas. Ich kann Trecker. Hä, wen denn jetzt? Nico oder Lukas? Ja, die steigen in unseren Traktor. Beide. Wie können die in euren Traktor steigen, wenn der abgeschlossen ist? Aber ist soweit. Genau, gute Frage. Wie kann ich in irgendeinen Traktor einsteigen, wenn der abgeschlossen ist? Ja, gute Frage. Das ist jetzt wieder scheiße von euch, dass ihr so einen Unsinn erzählt. Oh, einmal durch den Bestand, scheiße. Wie mal? Hat keiner gesehen. Du hast gesagt. Verkauf dich nicht zu günstig. Trotzdem hat's keiner gesehen. Ja, das stimmt. Nimmst da bloß auf. Timo, sagst jetzt mal bitte, wie viel Geld wir alle haben. Also mindestens nein. Let's go! Doch, nein, Timo, hast du schon eingetragen mit den 24 Ballen? Einen Kaffee to go mit extra Kugeln und so. Wie viel Geld? Fiete. Da muss ich jetzt gucken. Fiete! Also, der Fiete hat minus 6.000 fast schon. Hä? Der Nico hat minus 5.000. Hä? Verdammt, Timo, ich hab Dominik nicht minus. Dominik und... halt ein Sabel. Dominik und Luca haben minus... nee, haben nicht minus, what the fuck. Haben 29.000. Markus ist nicht da, der hat 32.000. Nils hat 52.000. Julian und Daniel haben 36.000. Und der Timo hat 57.000. Ich war nicht im Minus. Wird. Du warst? Ja, jetzt aber schon. Ich bin ganz ehrlich. Daniel, soll ich bei euch löschen? Dass du nicht minus warst, das ist mir relativ egal. Aber die Tabelle sagt, dass du im Minus bist. Ihr habt keine Zeit. Wir machen Gras. Gratis. Wie soll ich von 10.000 plus mit einem Dünger auftanken? 6.000 ins Minus. Dünger ist teuer, Freundchen. Ich bin 6.000 im Plus. Es fehlt dir das Gefühl, wir müssen wissen, dass du 6.000 im Plus bist. Ich bin um die 6.000 im Plus, denn ich hatte 24.000. Dann habe ich mir einen Düngerstreu für 14.000 gekauft. Du hast zwei Felder gekauft, ist dir schon bewusst. Timo, das war am Anfang. Nein, so. Am Anfang, da gab's. Ich hab mir am Anfang Feld 98 und 102 gekauft. Welche beiden Felder soll ich mir sonst noch geholt haben? Ja, dann Saatgut und Dünger, ne? Ich hab Dünger. Saatgut hab ich nicht aufgetankt. Aber Fiedes, fahr doch mal, mein Gott! Fiedes am Nörgeln, der kann nicht fahren. Ja, so, komm. Der fährt dann irgendwo gegen. Der regt sich zu doll auf, der kriegt gleich einen Herzkasper. Traktor noch.
Timo, Pete, 102 ist noch gar nicht gesehen. Ja, weil er es noch gepresst werden muss, aber dafür muss ich gerade erst mal die Presse holen. Und ja, die ist irgendwie gerade in Arbeit. Dominik, ist richtig, ja, meine Mama, okay. Mann. Er schreibt so, Schlepper ins Vollgewende, Schlepper ausmachen. Dominik, soll ich bei euch mit dröschen? Boah, Fiete, Mann, geh steh aus dem Traktor raus, Mann, ohne Witz. Schau mal, Timo, wir wollten ja eigentlich, ja, selber schuld, was kooperiert ihr mit dem überhaupt? Der wollte... durch den Bestand gefahren, Strafe. Doch. Vielleicht noch mehr das haben alle gesehen. Timo, die Spuren sind nicht im Bestand. Na klar, siehst du die die Spuren von dem Vorderreifen? Dein Gewicht war im Bestand. 10 Euro Strafe. Okay, ja, okay, 10 Euro Relife. 10 Euro Relife-Gag, genau. Eine Paysafe-Karte. Nee, Timo muss eine Strafe lassen, zahlen, dass dafür, dass er seelischen Schaden bei mir gemacht hat. Bin jetzt für immer zerstört von der Seele her. Das warst du auch schon vorher. Lage. Ja. Lage. Da kann man nicht mehr Alter, viel weg. Junge, was machst du denn, ja, Mann? Bist du mit geistig blöd? Wartet so auf behindert und er sagt immer blöd. Fiete, möchtest du uns die Ballenpresse abgeben, damit wir es selber pressen könnten? Soll ich aufsammeln? Nee, du machst gar nichts. Dann fahre ich mit der Ballenpresse jetzt zu meiner Fläche. Nein! Dann mach ich das jetzt ganz schnell zu Ende. Ja, dann mach's schnell zu Ende. Aber nicht so. Ja, dann hängst du mir nicht so am Sack. Was für ein Sack? Das gefällt dir, Fiete, ne? Das hast du jetzt gesagt. Eben nicht! Jetzt zieh mir an den Sackhahn! Timo, soll ich dein Feld 85 sehen? Kostenlos, wenn du willst, gell? Nein! Nee, doch nicht kostenlos. Ja, wieder nicht. Raus. Woher kommst du denn? Schau, Fiete, der liegt sparen. Die ganze Zeit ganz klein. Das haben wir schon am Schluss nochmal auf. Und deswegen. Dachte aber, vorhin hat noch über 50.000. Ja, da wird das Feld ja noch abgezogen. Achso. Mach doch Notblinker an. Hör auf, mir am Sack zu hängen. Notblinker. Ja, was, wie heißt es dann? Warnblinker. Warnblinker. Man kann es auch Notblinker nennen. Ja, ja, eben. Stauende bist du immer im Not, hast recht. Witzball ohne Witz. Ach komm, Timo, 10% der Ernte. Für Sehen? 20. Ja, 20. Für Sehen und Dünn. Nein, du verkaufst dich so billig. Weißt, aber Timo verarscht dich doch nur. Dann bezahlt Timo. Ich bezahle gar nichts, ich will das nicht. Und das Saatgut. Fiete. Timo holt sich so ein paar Arbeiter aus Mexiko. Nerv mich nicht mit deinem Aushelfer. Ja, genau, Schwarzarbeiter. Ja. Du wolltest ihn doch erst haben. Nicht mal ein Visum. Du wolltest ihn doch erst haben, hm? Ja, dann habe ich gehört, dass er zu dir geht. Fiete, sei nicht so vorwärts, ja, sonst schieben wir dich wieder ab. Du bist einfach nur körperlich und seelisch zerstört, weil er dir eine Abfuhr erteilt hat. Ich? Ein Korb hast du gekriegt. Also ich, obwohl, das kennst du ja schon bei also den ganzen Frauen, ne? Ich wüsste nicht, wo ich irgendwie zerstört sein sollte. Timo, 8A plus Ballen für Dominik und Luca. Dankeschön. Oh. Dominik und Luca produzieren ganz schön viele Ballen. Ihr habt jetzt schon 172.000. Ja, genau, 1.000, ist klar. Da müssen mal Steuern erhoben werden pro Ballen. 172. Fiete, wenn ich dich zerschnitzel, ne, dann ist mir das so von Latte. Bringen uns die Ballen ach irgendwas? Ja, wachst doch, bist doch eh schneller als ich. Da müssen mal Abgabesteuern erhoben werden. Timo. Was? Bringen uns die Ballen eigentlich irgendwas, oder? Ja, Geld, ne? Wird es Geld umgerechnet, oder was? Ja, ja, klar. Wie viel kostet ein Ballen? Oder was bringt der? Da muss ich in meine Tabelle gucken. Ein Strohballen A plus bringt 200 pro Stück. Und wie viel haben wir? 172. Wie viele hab ich? 36. Fiete, ne? Geh einfach mal. 36, Fiete. Leider nicht so gemacht. Boah, 34.400 durch Ballen. Bin doch auch nur ein Mensch. Ach komm, Timo. 10%. Nein. Warum tanke ich ab? Ich war noch gar nicht voll. Erst willst du zu Fiete, ne? Und nicht Bettrett, zu mir, warte, obwohl Bettrett, ich einen Bettrett. Helfer brauche, weißt du? Und hier Mr. Schreihals, ne? Der hat so viel Zeit, dass er hier mir auf den Sack gehen kann. Der ja, braucht erst recht keinen pressen. Helfer. Ich mach dir meinen Dreck auf. Aber du wolltest ja zu ihm gehen. Und ich brauch zwar Hilfe, willst aber pressen, ich will keine Hilfe, die Geld ja, dann lass mich pressen. Dann lass ich dich. Ja. Dann ist Luca auch happy. Dann kann ich weiter Timo nerven da drüben. Hast du Traktor, Lukas? Nö, ich nehme den von Fiete. Achso. Ich mir gerne. Fiete, mach ihn auf. Habe ich. Mal die Zeit wieder dann hab ich bitte. Ja gar kein Fahrzeug. Noch nicht mal richtig dunkel.
Na klar. Ich muss euch dir helfen, bei kostenlos. Nico kommt auch gar keine Stimme. Nee, nimm es nicht an. Die Kerzen sind noch aus. Also nein, ich will keine helfen. Hilfe vom Irren. Lukas, da vorne ist noch dein Gewicht, gell? Am Ende passiert noch ja. was. Wieso irre? Das hat echt gefragt, wieso irre? Ach, du nennst mich irre. Irre! Frag mal die Mutti, warum sie dich immer besonders nennt, dann weißt du, was wir meinen. Sag mal, ich bin seit viel geiler. Fiete, dräng mich hier nicht ab. Ich bin gerade im Menü. Du warst eben gerade an meinem Drescher. Wenn du nochmal gegen meinen Drescher läufst, dann geht die Lenkung kaputt, ne? Also lass es. Fiete, hau ab. Jetzt steh ich in deinem Drescher drin. Warte, wie macht man die nochmal auf? Du stehst in meinem Drescher drin. O, glaube ich. Oder X oder so. Was denn? Auf boah, Alter, wie langsam bist du bitte sehr? Das ist ja meine Oma schneller. Oh, jetzt geht's hart zur Sache. Ja, ich fühle mich schon richtig angegriffen von so einem Winzling. Ist er schneller als Daniel? Fiete, ne? Im Gegensatz zu dir produziere ich hier gerade Geld. Ich produziere auch Geld, zumindest Lukas. Ja. Sobald die Presse fertig ist, natürlich. Also du nicht. Ja, wer hat hier überhaupt einen eigenen Mähdrescher? Nico hat einen eigenen Mähdrescher. Gibst du eigentlich Nils Geld dafür, dass du ihn benutzen darfst? Blinky, blinky. Er wollte ja kein Geld. Blinky, blinky. Ach, Fiete, ne? Du warst letzte Aufnahme nicht so anwesend, ne? War er überhaupt da? Ja, er war da. Nein. Doch, Fiete war da. Ach ja, da haben wir das Grundstück für Nils gekauft. Weil er auf dem Kindergeburtstag war. Och, Scheiße, da habe ich ja gehört, wie dumm Nils ist. So lange Topfschlagen gespielt. Und jetzt, unser Geschäft. Deswegen ist der Kopf so kaputt. Nico, du hast dir GTA vorbestellt, ne? Ja, kommt am 14., also am Montag, ne? Dieser ja, Montag? Hab ich auch. Ja. Montag, ja. Du hast es dir auch geholt? Ja. Für PC? Ja. Luca, Alter, wir zocken durch. Ja, wir suchten, auch. Alter. Gleich Ausbildung abbrechen und einfach... Ja, Alter, lass Schule schwänzen, Alter. Was ist denn der 14.? Montag. Hast du vorbestellt, Nico? Ist das Montag? Ja. Also hast du gleich online wie, das ist aber jetzt nicht der nächste Montag, ja. oder? Doch, dieser Montag. Ach du Scheiße. Alter, der 14. April, mein... Nico, kannst du das mir für mich bestellen? Ich hab ja, kein weil Premium. Ich auch 18 bin. Spinner. Ja, ich hab kein... Ach, interessiert die doch nicht. Ach, Mann. Ja, du musst dann den Ausweis vorzeigen, wenn sie dann vorbei holst sind. Holst dir ernsthaft die 7 CDs? Was für CDs? 7 CDs? Sind in der GTA 5. PC-Version. Lava, da sind 7 CDs drin, das kriegen die doch heute. Erstens sind da wahrscheinlich DVDs drin und keine CDs, weil Musik hören möchte ich nicht. Ja, DVDs. Und zweitens 7? Ja. Wieso so viele, Alter? Wo sind wir? Sind wir bei Floppy Disk oder was? Keine Ahnung, ich hab's. Warte, in Battlefield waren 2. Oder war da eine? Ich weiß nicht. Ja, das sind normalerweise 2, eine Installations- und eine Ausführung. Meinst du jetzt Battlefield Vietnam? Ja, das nee, ist aber auch noch alle. In GTA 4 waren 2 drin, meine ich. Dann habe ich über Steam gekauft. In GTA 4 waren 2. Habe ich auf der Xbox gehabt. Glaube ich jedenfalls. Boah, wir werden so sich ersuchten, Nico. Ja. Kauf mir dann ein Auto und dann fahren wir. Ach, ich kauf mir ach, das du kaufst schon ein Auto? Hab ich so. Ja, ein Auto. Wir machen die ganze Zeit Banküberfälle, Alter. Oder Geld. Ja. Brechen in die hier. Militärstation ein. Von PC Games. GTA ich versuche mein Fliegen-Skill so zu kriegen, wie ich auch dann Rockstar bestätigt 7D-Disc für PC-Version. Ja, das ist doch mega geil. Ja, was bringt das, die 7 CDs? Ja, die müssen ja die Gigabyte-Anzahl irgendwie auf Datenträger kriegen. Ach so. Und deswegen haben sie halt so viele. Und das sagt uns ja dem nur, dass dieses Spiel mega groß, also groß ist vom Datenvolumen her. Also muss. Irgendwas muss es ja bringen. Also wahrscheinlich. 59 Gigabyte. Ja, erstens, die Welt ist riesig. Zweitens, die Grafik ist mega geil. Habt ihr mal die Veränderung? Ihr müsst mal irgendwie. Ich glaube, es gibt so Testvideos, wo sie die PC-Version und die Konsolenversion zeigen. Ja, Konsole kann gar nichts dagegen. Da siehst du das so extrem. Ja. Und dann weißt du auch, warum man so viele CDs, DVDs sind das. Ja, die YouTuber haben ja Startbonus, also ein paar haben sich schon runterladen dürfen. Für PC. Ja, ist alles Marketing, ne? Pre-downloaden. Ja. Ist alles Marketing. Ja, Luca, du kannst dir das auch so nach Seite so ganz legal runterladen. Dafür braucht man doch einen richtig guten PC. Bei der Grafik dann. Du kannst die Grafik ja auch runterstellen. Ich meine, Konsolen schaffen das auch. Ich glaube ja, nicht, dass dein PC schlechter ist als die Konsole. Dann lass es lieber gleich.
auch nicht. Nico wird da auf gar keinen Fall Probleme mit haben, ich auch nicht. Und bei dir weiß ich es nicht, Fiete. Vor allem, ne? Ich glaube, höchste Grafik kann ich nicht mehr spielen und ich will meinen PC auch nicht weiter updaten. Ich kaufe noch keinen neuen. Das ist der letzte. Ich hole mir noch eine neue Grafik. Ich kann es vergessen. Wie hast du das eigentlich gesehen, der Unterschied zwischen den beiden Bildschirmen, zwischen alt und neu? Nee, meine Frisur, ja, also ist nicht drauf geachtet. Nee, ich habe so ein Bild drin gehabt. Der Timer ist BMW wieder abgelaufen. Ja. Weißen BMW M9. Ja. Als Desktop-Hintergrund. Und hatte dann halt den neuen Bildschirm und einen alten Bildschirm daneben. Frisur setzt. Und der alte, der war einfach so komisch eklig grün. Also das hast du dann richtig so gesehen. Und der andere so ganz normal hellweiß. Ja. Also dieser Weißton war voll unterschiedlich. Ja, haben jetzt. Okay. Ich weiß nicht, ob das eingebrannt ist oder. Ja, dein Bildschirm ist halt schon etwas älter und nach einer gewissen Zeit verliert er halt an. Ja, ja. Ja, wie nennt man das? Mein zweiter Bildschirm ist aber Kontrast. Auch voll für den Arsch. Ja, genau. Keine Ahnung, Farbe. Und dafür gibt es ja extra Bildschirmschoner war für was anderes, weil früher haben die sich eingebrannt, die Bilder. Deswegen. Na gut, das war's wieder mit einer weiteren Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Tschüss.